Hey Leute und mal wieder herzlich willkommen bei Shrimp Paddle. Heute mit dem Dezember-Vlog. Viel Spaß! Ja, und schon sind wir im Dezember angekommen. Weihnachten steht bald, in Anführungsstrichen, vor der Tür. Ja, was haben wir heute so als Thema in dem Vlog? Also zum einen möchte ich nochmal Thema besprechen, die Messe in Sindelfingen. Wie, wer, wie, wann, was, wo nochmal. Ansonsten habe ich auch einen neuen Sponsor für aquaristische Produkte, wo ich euch gleich nochmal was zeigen möchte. Und ansonsten machen wir nochmal einen kleinen Overview, ich weiß noch nicht, über welche Becken wir drüber gehen. Die Dreier-Cubes auf jeden Fall. Ich habe den Moos-Rückschnitt im Orange-Willy-Becken gemacht, habe ein bisschen aufgeräumt, ein bisschen auch die Algen nochmal rausgezupft. Das kann man sich mal angucken. Bei den Sulas vielleicht auch nochmal drüber, aber das machen wir dann gleich. Ja, erstmal Thema nochmal, weil noch ein, zwei Fragen aufgetaucht waren. Fisch und Reptil in Sindelfingen. Die ist praktisch im, ja, wie rum soll man es sagen, im zweiten Wochenende im Dezember. Also wir fangen ja praktisch dann schon sonntags an, dass wir in den Dezember reingehen mit dem 1.12. Wir sind praktisch die Woche drauf vom 6. bis 8. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Ich bin alle drei Tage vor Ort, also sprich Freitag einen ganzen Tag, Samstag einen ganzen Tag, sonntags eher nur vormittags, morgens in Anführungsstrichen. Also ich werde gucken, für mich ist das jetzt auch so knapp 2 Stunden Fahrt. Sonntags werde ich, denke ich mal, nur so bis 12, maximal 13 Uhr da sein, falls ihr mich vor Ort treffen wollt. Ob ich speziell irgendwo dauerhaft stehe? Nein, ich bin zum einen am Videos drehen. Ich habe auch schon ein paar Termine klar gemacht für Interviews. Ob die auch dann in Videoform kommen, möchte ich jetzt nicht so viel versprechen, aber ich habe schon ein paar Termine gemacht. Ich bin im Prinzip überall unterwegs auf der Messe. Also entweder mal Däumchen drehend am Kaffee, dass ich da sitze und irgendwas vielleicht gerade auf Insta poste. Ansonsten bei den Ständen werde ich mich dementsprechend auch herumtreiben. Auch bei einem meiner neuen Sponsoren, die haben da auch einen Stand vor Ort. Ansonsten gucke ich natürlich bei allen Namhaften vorbei. JBL, ich gucke bei Garnelio, bei Farshad vorbei. Beim Frank von Garnelen direkt gucke ich vorbei. Ansonsten, der Dene Verlag hat ja auch wieder einen Stand, da ist auch die Alexandra Behrendt wieder, also ich bin überall eigentlich unterwegs. Ja, live könnt ihr das Ganze in Anführungsstrichen verfolgen auf Instagram. Wenn ihr da noch nicht unterwegs seid, schaut gerne mal auf meiner Instagram-Seite vorbei, heißt genauso wie der YouTube-Channel, also auch Shrimp Paddle. Ich werde das vermutlich in so Art kleine Stories mit reinpacken. Ich denke mal nicht, dass ich jedes einzelne als Post irgendwie dauerhaft mit reinsetzen werde, aber die Stories werde ich dementsprechend mal ein bisschen mit beibehalten. Da könnt ihr auch austarieren, wo ich gerade unterwegs bin. Es wird in Anführungsstrichen mindestens ein Video zur Messe kommen. Das werdet ihr aber erst praktisch frühestens eine Woche nach der Messe sehen. Also ich drehe jetzt praktisch heute den Vlog für den Sonntag, den 1. Die Woche drauf, wenn dann die Messe praktisch sonntags ist, bekommt ihr lediglich ein Video nochmal unter der Rubrik Aquaristik erklärt, also ein Infovideo, weiß ich noch nicht genau, welches ich da noch mache. Und dann die Woche drauf, also sprich den Sonntag nach der Messe, sollte eigentlich das Video dann soweit geschnitten sein, erstmal zur Messe. Ob es mehrere oder eins werden, weiß ich noch nicht, da muss ich mal gucken, was sich so dann vor Ort ergibt. Wie gesagt, sprecht mich wirklich gerne an. Ich möchte nicht, dass im Nachhinein ein Kommentar kommt, ja, ich habe mich nicht getraut oder du hast so beschäftigt ausgesehen. Sprecht mich wirklich gerne an. Deswegen auch heute mal die anderen Klamotten an. Das Ding werde ich tragen auf der Messe, die 3 Tage. Beziehungsweise habe das auch nochmal als T-Shirt-Version, je nachdem, wie da drin geheizt wird. Auf der Rückseite steht auch nochmal dasselbe unten. Ja, ich mache gleich nochmal eine extra Aufnahme, da sieht man es vielleicht ein bisschen besser. YouTube-Button mit drauf, also eigentlich unvererkennbar. Da ich eh fast 2 Meter groß bin, werde ich wahrscheinlich eh überall hier raustragen. Ansonsten, meine Freundin ist auch vor Ort mit dabei. Die hat dann denselben Pulli auch nochmal an, also sprich im Doppelpack. Also ich würde mal behaupten, nicht zu übersehen. Ja, das dazu. Falls noch Fragen jetzt in der Zwischenzeit auftauchen sollten, gerne in die Kommentare unten rein. Ich tue es dann direkt zu beantworten, aber das war eigentlich jetzt so das Grobe, was noch zur Messe gefragt wurde. Ansonsten wären wir schon beim nächsten Thema, neuer Sponsor. Und zwar von mir ausgekommen, sage ich ehrlich mit dazu, habe ich die Firma AK Aquatics bzw. AK Biotechnologie mal angeschrieben. Da mal in den letzten, würde ich sagen, 2-3 Jahren schon mittlerweile recht viel über den ihre Produkte lesen kann und auch in Videos mittlerweile recht viel mitbekommt.
was sie für gute Produkte haben, wofür die auch verwendet werden. Deswegen hatte ich die mal angeschrieben und die haben mir jetzt auch ein komplettes Paket mal so zum Testen zusammengestellt. Natürlich alles Süßwasserbereich, die haben ja auch wirklich eine sehr große Sparte, Thema Meerwasser. Da habe ich jetzt einiges zum Testen gekriegt. Ist eine kleine Box hier gekommen von denen. Sind ein paar echt schöne Sachen mit drin. Wollte ich mal kurz mir einen kleinen Überblick mit euch verschaffen. Zum einen Merchandise mit einem Kuli und einem kleinen Aufkleber. Damit kann man sich immer Pluspunkte bei mir machen. Merchandise geht immer. Dann haben wir einmal, das ist Objektivclip für die Handykamera mit Farbfiltern mit drin. Mal gucken, wie ich das in der Form verwenden kann. Das Problem ist, bei meinem Handy passen leider recht wenige Clips. Muss ich mal gucken, ob ich es hinkriege. Ansonsten sind wir dann schon bei den ersten aquaristischen Produkten. Einmal haben wir Fossout, müsste das sein, sofern die Kamera irgendwie möchte. Ja, nein, vielleicht. Fossout haben wir einmal. Dann haben wir Nightout. Das ist ein Bakterienstarter. Ich versuche mal ein bisschen scharf stellen, vielleicht wird interessanter. Nightout, das ist ein Bakterienstarter zum Neuaufsetzen von Aquarien. Das wird auf jeden Fall auch getestet. Dann haben wir Substratcleaner, da habe ich auch schon eine Idee für gehabt. Das ist im Prinzip ja, eine Art Flüssigmulmglocke, so wird es als beworben. Sprich, man kann damit den Mulm verschwinden lassen, in Anführungsstrichen. Das sind spezielle Bakterienkulturen, wie auch bei dem Nightout, das sind auch spezielle Bakterienkulturen. Dann haben wir den Gelfilter, das ist ein, ja, wie es der Name sagt, gelförmiges Material, was ihr auch zum Filterstart in euren Filter geben könnt, beziehungsweise auch wenn ihr die Filtermaterialien mal wechseln solltet. Dann haben wir Aquapur, das ist ein Wasseraufbereiter, wenn ich jetzt nichts Falsches sage. Flüssiges Filtermedium. Davon habe ich zwei Fläschchen sogar gekriegt, wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe. Ja. Dann haben wir was, das geht immer, da wollte ich auch mal von denen testen. Deswegen bin ich auch, das ist so einer der Hauptgründe, warum ich auf die gekommen bin, da ich mich mal schlau gelesen habe, was die gerade die Aquascaper so in größerem Format an Klebern verwenden, da die kleinen Tuben ja recht schnell entweder hart sind oder halt zu Neige gehen. Deswegen hier mal was im größeren Format. Dann haben wir Grobe Lift Garlic. Das ist, ja, wie soll man es nennen, Futterzusatz, wird es von denen jetzt beschrieben, um es recht einfach zu erklären. Wenn ihr zum Beispiel Wildfänge habt und die sind noch nicht sonderlich futterstabil, beziehungsweise wissen noch nicht, wie sie auf gewisses Futter reagieren sollen, könnt ihr das mit ins Wasser träufeln und dann kommen die praktisch im Idealfall aus allen Richtungen geschwirrt und schlagen sich ums Futter. Weiß ich noch nicht genau, wie ich das testen soll, da hier eigentlich nur sehr verfressene Fische, jetzt hätte ich fast gesagt verfressene Fische drin sitzen. Ja, mal gucken, ob ich in irgendeine Form dazu komme. Dann, was wohl eins der schlimm stinkendsten Aquaristikprodukte auf dem Planeten sein soll, zumindest von dem, was man liest, Special Blend. Das ist auch, ja, in Anführungsstrichen Bakterienstarter, beziehungsweise für einen dauerhaften Kreislauf zum Einführen. Soll wohl absolut pervers stinken, ich bin mal gespannt. Wird auch im Video getestet. Dann haben wir Therapie, das ist ein Pflegezusatz für Fische. Verringert Ausfälle, verstärkt Wachstum, schützt ihren Besatz, ja. Mal gucken, wie ich dazu komme. Dann haben wir, was ich auf jeden Fall auch testen möchte, Zeolith-Pulver. Das ist im Prinzip ein Wasserklärer. Zeolith wird ja auch als Filtermedium in Filtern verwendet. Das ist praktisch eine Pulverform, die ihr somit dazugeben könnt, soll Trübungen aus dem Wasser entfernen. Kann ich auch testen, vor allem auch mal drüben bei den Sulawesis. Da ist ja, wie ich im letzten Video zu den Sulas mal gezeigt habe, immer so eine leichte Gelbtrübung drin. Wird getestet. Dann haben wir, da bin ich auch mal gespannt drauf, Plantscaper Thermokleber. Kennt man schon von 2-3 Herstellern, diese Kleber, die man praktisch in warmes Wasser reintut, dann werden sie, vorher sind so, ja, weiße Kügelchen, wie es hier drauf abgebildet ist, dann wird es durchsichtig, man kann es praktisch kneten und damit zum Beispiel auch das Hardscape miteinander verbinden, wird auch getestet. Und dann noch die Futterlinie, sehr lieb gemeint von euch, Aka. Ich glaube, das Ding werde ich nie leer kriegen, bevor das Verfallsdatum zu Ende ist. 2021,
Das ist eine Riesendose. Also dafür, dass ich nur das eine Gesellschaftsbecken hier wirklich mit Fischen habe. Das ist jetzt Vita Gran, Hauptfutter für Zierfische. Das wird auf jeden Fall getestet, aber ich glaube, die Dose kriege ich im Leben nicht leer. Muss ich mal gucken, vielleicht kann ich da noch an ein, zwei Bekannte noch was verteilen, dass sie sich ein bisschen was abschöpfen. Dann haben wir dasselbe nochmal in Flake-Form, das nennt sich dann Vita Flakes. Dann ein Futter hatte ich ja schon von Aka getestet, beziehungsweise Mikrobe Lift. Das war Vita Pleco, das hatte ich mal hier benutzt. Das waren so Softperlen, so würde ich es beschreiben. Die Wälse sind tierisch drauf abgefahren. Das sind praktisch diese hier. Bin ich froh drum. Also ich hatte denen auch geschrieben, dass ich die schon mal verwendet hatte und recht zufrieden damit war. Jetzt haben sie mir nochmal eine Dose geschickt. Werden sich die Fische definitiv drüber freuen. Und dann haben wir noch für die wirbellosen Sparte bzw. Ziergarnelen Shrimp Food. Das ist auch wohl so vom Gehör her ein recht feines Granulat. Könnte man erahnen, auch an dem Bild hier oben. Ja, das war's. Eine Riesenmenge zum Testen. Das wird natürlich jetzt nicht alles auf einem Schlag irgendwie kommen. Das wird so im Laufe des nächsten Jahres, würde ich jetzt mal beschreiben, da wir ja schon fast vom Jahresende sind, nach und nach im Becken getestet. Ob da jetzt spezifische Videos sind oder dass ich einfach sage, wie jetzt bei den Sulawesis, dass ich es praktisch in den Teil 5 oder 6, je nachdem was dann kommt, mit einbinde, muss ich mal noch gucken, wie ich es mache. Aber ich bin wirklich sehr gespannt. Man hört viel Positives über den ihre Produkte. Deswegen wollte ich mir da mal ein eigenes Bild von machen. Danke nochmal Aka fürs Zusenden. Bin ich wirklich froh drum. Wird getestet und dann kommen auch die Videos noch dazu. Ja, jetzt würde ich sagen, lange schon geschnackt. Auf der Kamera haben wir, glaube ich, bald 12 Minuten rum. Gehen wir mal an die Aquarien. So, länger nicht mehr gesehen, die Dreier Cubes. Fangen wir diesmal spaßeshalber von links an. Wie man sehen kann, absoluter Kahlschlag. Also jetzt trotz starken Fütterns mit Seemandelbaumblättern, man kann hier noch die kläglichen Reste der Blätter sehen, und starken Zufüttern mit Sticks. Sie gehen jetzt wohl auch an die restlichen Pflanzen. Habe ich mir auch, muss ich ehrlich dazu sagen, jemanden organisiert, der sie übernimmt, da ich das so in der Form nicht weiter haben möchte, dass das komplette Becken kahl gefressen wird. Ich habe einen Bekannten, der hat die schon länger in Pflege, der hat auch ein eigenes Becken für die. An die werden sie dann auch weitergehen. Und das Becken wird dann hier dementsprechend nach der Messe mal wieder ein bisschen aufgehübscht. Ich habe jetzt die Tage einfach nur einen Wasserwechsel gemacht, den Filter ein bisschen ausgedrückt. Aber ansonsten sieht es hier aktuell ganz schön brach aus bei den Yellow Neon Stripes. Ja, next one, wo es schon ein gutes Stück, würde ich sagen, besser aussieht. Gerade jetzt, wo die Algen mal ein bisschen weggezupft sind. Bei den Schokosakuras. Da habe ich jetzt mal auch den Bodengrund ein bisschen sauber gemacht. Absoluter Farbmix momentan an den Tieren. Also wir haben blaue drin, rote drin. Das ist schon lang kein reiner Stamm mehr. Muss ich mal gucken, wie ich das in Zukunft handle. Die Bolibitis habe ich ein gutes Stück zurückgeschnitten. Also die gingen fast bis an die Frontscheibe und hier fast bis an das Glas rüber. Da ist noch ein bisschen so ein Stückchen vom Ramus, das hat sich davon selbst angesiedelt. Das habe ich mal drin gelassen. Hier oben haben wir noch die Sulawesi-Pflanze, die einen kleinen Ableger an der Seite kriegt. Da bin ich mal gespannt, ob ich den demnächst mal ablösen kann. Ansonsten auch hier Wasserwechsel, Filterreinigung, alles tipptopp. Sagittaria wächst auch recht gediegen. Hier hinten kann man noch erahnen, knapp über meinem Finger sind noch 2-3 Blätter von der Pink Panther, die ich ja auch in dem Becken angesetzt habe. Ja, taumelt so vor sich hin. Also dass sie jetzt wächst, das wäre gelogen, aber ist ein bisschen größer geworden. Aber auch hier alles in Ordnung. Und hier der absolute Kahlschlag, da werde ich euch auch gleich mal so einen kleinen Zeitraffer einblenden, wie das gelaufen ist beim Moosrückschnitt bzw. beim Zurückzupfen. Das war schon ein recht großer Act. Sieht zwar im Zeitraffer schnell aus, aber das waren, ich glaube, knapp eine Stunde Arbeit.
Aber jetzt kann man auch mal sehen, was da alles noch drunter war. Also ihr werdet es ja gerade gesehen haben in dem Video, die war ja wirklich bis hier vorne. Das Rare-Moos ist unten drunter explodiert bis zum Abwinken. Hinten hatten wir ja noch die Bolbitis, da war noch die Pigmenta, die ist nicht mal eingegangen, obwohl sie jetzt locker last 2 Monate ohne Licht war. Auch die Buße hinten in alle Richtungen geschossen, also Licht war hier wohl nicht das große Thema. Die Orange Tip, das Java-Fahren hinten, kommt auch wieder so ein bisschen raus. 2-3 Gläser habe ich auch jetzt in den anderen Becken raus. Da war ja seitlich hier noch eins dran und ein Steg. Hier war auch noch seitlich eins dran, die sind jetzt rausgeflogen. Habe ich das Ganze ein bisschen minimiert. Hier haben wir noch unsere große Schale mit der Pink Panther. Die wächst in der Relation zu den anderen sogar jeweils ein Stück weit. Hier unten kann man sehen, dass die Wurzeln sogar unten durch die kleine Öffnung in der Schale austreiben. Die tue ich aber nicht abkürzen. Die Fissidens hat ein bisschen Algenwuchs angesetzt, aber ich lasse es mal so weiter wachsen. Zur Not schneide ich es demnächst mal zurück. Aber das Becken sollte ich jetzt erstmal von dem Radikalschnitt erholen. Das Ganze wird dann wahrscheinlich wieder so vorne langsam hier überwachsen. Die Reste, die habe ich so hinten ein bisschen angedrückt. Ich habe mir da jetzt auch nicht die Mühe gemacht, das wieder irgendwo festzubinden. Das Zeug, das wächst sich eh so seine Richtung, wie es will. Ja, also hier definitiv alles in Ordnung. Dann würde ich sagen, guck mal spaßhalber nochmal kurz über die Sula-Becken drüber. Hier oben, der Steg war ja schon vor längerem rausgeflogen mit der Buße. Den hatten sie ja komplett runtergefressen. Von den Kardinälen zeigt sich natürlich gerade mal wieder keiner. Verschwinden wieder hier unten im Spalt drin. Mullen mit Absicht drin gelassen. Die Schnecken freuen sich wie immer drüber, wühlen gerne drin rum. Ansonsten ja auch alles recht gediegen. Um den Scheibenmagnet, hoppla, bin ich immer noch froh. Mit dem kann ich regelmäßig die Frontscheibe auch nochmal sauber ziehen. Ansonsten hier unten drunter, selbes Spiel. Gute Menge Mullen, da freuen sie sich auch drüber und wühlen die ganze Zeit drin. Hier oben die Buße, die tümpelt noch vor sich hin. Da haben wir noch einen kleinen Algenfaden hängen. Ansonsten von den Blaufußgarnelen sehe ich jetzt gerade auch keine. Heute Morgen, wo ich das Licht angemacht habe, beziehungsweise die Zeitschaltuhr, hat man noch ein paar gesehen. Scheinen sich wohl auch hier in dem Spalt ein bisschen zurückzuziehen, aber das ist auch Sinn der Sache. Deswegen habe ich jeweils oben und unten so 2 Steine recht press zusammengestellt. Aber hier wäre auch gerade wieder das Fallbeispiel. Da könnte man mal dann mit dem Zeolithpulver probieren. Man sieht hier definitiv diese leichte Trübung jetzt in der Relation zu oben. Da ist es definitiv deutlich weniger. Ja, sieht man sogar, denke ich, auf der Kamera. Ja, aber ansonsten kann ich mich nicht beklagen. Die Seite ist komplett top. Das Fluoraquarium werde ich, denke ich, mal im nächsten Originalteil dann zeigen, wenn es wieder ein eigenes Video drüber gibt. Und das mit dem Tigerbecken werde ich genauso handeln. Gesellschaftsbecken habt ihr ja letzte Woche schon im Vlog gesehen, da hat sich jetzt nicht viel getan. Ja, also die Becken sind jetzt erstmal vorbereitet, frisch geschnitten. Das heißt, ich kann mich an dem Wochenende schön auf die Messe freuen. Ich hoffe, einige von euch zu sehen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, falls bei euch schon auf dem Terminkalender feststeht, wann und wo ihr kommt. Würde mich wirklich sehr freuen. Ja, mit dem Becken, wie ihr gesehen habt, momentan kann mich nicht beklagen. Das Einzige ist, im Tigergarnelenbecken sind ein bisschen Algen drin, aber das kommt dann eventuell im nächsten Vlog wieder. Ansonsten Leute, schreibt mir gerne mal in die Kommentare unten rein, wie es bei euch so aussieht in den Aquarien, ob es was Neues gibt oder alles beim alten Stand ist. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, vergesst das Abo nicht, aktiviert die Glocke Leute und wie immer schönen Sonntag noch und vor allen Dingen schönen ersten Advent. Ciao, bis dann.